Hey, Essential Craft auf ein neues Video mit meinem neuen Studio-Mikrofon. Also, ich meine, heute ein kleines Video über Fireworks, also besser gesagt Minecraft 1.4.6, die lo, muss wieder rauskommen. Also, Donnerstag, den 20. Und da soll ich mal alles so dran vorkommen. Also, das echt ist, es kommen Fireworks, das echt. Die schönen Sprengdinger, die in Blut fliehen und die Kamelima, wo drinnen aufhängt mit Scheizen und... Hast nicht gesehen. Also, und es kommen Ancient Table Books, das heißt Bücher, die ihn verzaubern kann. Und die ihn an einem... An einem... Den Eisendingen, an den Eisendingen, so nicht mal. An den Eisendingen, man einem anders, dass zum Beispiel ein Pickaxe kann dran machen, gell? Und das verzaubert das etwas. Das kostet bisschen mehr XP, mit das eine tragbare Version von der Enchanted Table. Und dann auch ganz viel ganz viel von den Enchantments sind verbessert gehen. Und ein Kröchter Surprise. Und auch ganz viel Bugs, die verzaubert fort sind. Und ab der Version 1.5 von Minecraft gehen Sprites, also Sprites, das sind die Bilder, wo dann alle Texturen von Minecraft da sind, die gehen. Die sind fort. Das ist. Die drehen alle Block, alle Texturen, hat seinen eigenen Fichier, seinen .png-Dateien, gebe ich so. Die drehen, hat das einzeln für sich. Das heißt, da kommen aber pure Sachen, die gut sind dabei. Zum Beispiel, in Texture Pack kann dann zum Beispiel alle Dateien, also ich fand das auch viel mehr leicht zu editieren, wenn dann noch viel besser finden, was das. Und alle Texture Pack könnt dann singen, also nicht nur ein, wie alles anderen direkt. Und Texture Pack wird noch retro-kompatibel sein. Das heißt, es kann ihn zum Beispiel ein Texture Pack von der 1.4.5, kann ihn ob der Pre-Release oder Beta 1.8.e-Schnappes benutzen, was dann auch viel besser wird. Ja? Und dann alle Objekte können seine eigene Resolution kreieren, das heißt 16:64 oder mehr, ich weiß es nicht. Und das Spiel wird dann auch nicht mehr limitiert sein an der Nummer von dem Blick, das heißt, tja, wie gesagt, ich blende nur hier Bilder, das sind dann Sprites von dieser Version, 1.4.5. Und da gibt Limitations, also kann nicht so viel Black benutzen, wie ich will. Es sind immer noch 18, wenn ich mich noch gut erinnere, 18 Plätze frei für Black. Am meisten benutzen Black nicht nur einen Platz. Das heißt, ist so ein ganz viel, das heißt, wir können so viel Black benutzen, wie ich will. Und den Jab, also eh von den programmiert, also in den Minecraft programmiert, so, das sind das nicht. Das sind keine neue Blackwelt dabei machen an dieser Minecraft-Version, weil er eben keinen Platz mehr hat. Und es wird auch, es wird auch possibel, also möglich sein, Minecraft-Animations von Wasser zu ändern an. Und zwar von Gras. Aber das ist nicht sicher. Okay, das heißt, wir könnten noch eventuell GIFs, also GIF-Dateien benutzen, also animiert Bilder, für Texturen. Das könnte zum Beispiel witzig sein für die Tieren, dass ihr Gesicht ändert. Oder ich weiß nicht, für das ist zum Beispiel der Fall für die Lava. Mir das ist ein bisschen anders, dass das nicht so gemacht ist. Ein PNG-Datei. Und die ist nicht so animiert wie eben. Und das müsste dann richtig geil sein. Richtig geil. Das sind notamment an den Texture Packs, wo sich Gras bewegt, ohne Mod, das ist dann eben so. Ja, an Texture Packs müssten dann normalerweise, logischerweise, automatisch konvertiert gehen. An der 1.5. Tun wir noch. Also ich fand das alles schon ganz, ganz gut. An Java und Dinnerbone
und nach mehr Informationen preisgeben. Dinnerbone will einen neuen Spielmodus ersetzen, zum Beispiel, also an Minecraft logischerweise, den PvP ein bisschen mehr hinschieft, also das sind die besser gesagt. Das wäre dann wie am Call of Duty oder wie am Hack/Mine, ein Technikpack, Modpack. Da kann ich dann den Score oder die Nummer, also die Score-Number, von den Kills auf von wie oft ich gestorben habe. Steht da dann oben, ich so am Bildschirm, und das wird dann am PvP-Modus. Ähnliche Modus sind wie den Adventure-Modus, just, dass es eben PvP ist. Und es könnte auch nach einem neuen Erz ran, mehr das den Job sieht nicht mehr. Und einmal, häufig Aufruf, dass die Cap von den Spielern fallen, wenn sie dort möchte, und dann auch ihre Skin haben. Das geht häufig angefragt, aber ich meine, den Jab, der sagt, nee, den Dinnerbone, den Moneten, den Dinnerbone, der sagt, nee, das mache ich nicht, weil da gibt es schon Plugins dafür und das ist nicht gerade nützlich. Ja? Geil. Okay, das war es dann für den Moment. Ich weiß nicht, ob dann auch direkt an der neuen Version, wann ich überhaupt. Ja, ich weiß nicht, die erste Punkte, das heißt, Feuerwerke, Bücher und ein Christmas Surprise. Okay, dann bis dann an unserem Spiel. Bis dann, ade. Hi, es sind drin, wir fahren uns hier rum auf meiner kleinen Update-Welt. Und wie gesagt, heute ist meine Update-Welt. Die ist ziemlich nice. Ich probiere, okay. Heute Stars geht es Minecraft 1.4.6. Mit den Fireworks und den Enchantment Books, Netherbrick Slab, Netherbrick Slab, ich vergesse das am kleinen Speech zu erwähnen. Netherbrick Slab, die sind hier direkt, bam, bam, bam. Also, an der Minecraft 1.5 an New Erzen. Kommen wir mal zum Slab. Genau so. Bam, bam, bam. Kann man das nur waschen? Genau so. Tack, tack, tack. Und hier den Enchantment Book. Ich sehe sowas, und hier Trakeet. Okay, komisch aus. Also für dich braucht ihr für die Trakeet, braucht ihr nämlich ein, für Trakeet braucht ihr so etwas, ein Green Dye, oder wie das auch genannt. Aber ich kann auch alle Farben benutzen, wirklich alle Farben kann ich benutzen. Der ist ziemlich cool. Also du kannst so ein Farbe auswählen. Da wählst du so einen aus, und du brauchst Gunpowder. Gunpowder kriegst du auch eben hier im Menü, da Gunpowder, Schwarzpulver, und das möchte ich so, das craft den so, das heißt also, das Crafting Table, das kann ich, egal wie ich setzen, das craft den eben so. Holen wir mal den, craft den mal, up. Und dann, wie ihr seht, heute geht egal wie, und dann haben wir hier Firework Star, Small Ball, Lime. Den haben wir mal. Und Eier, das tut das auch neu. Da innen könnt ihr immer stehen, wenn ihr ein Item wechselt, zum Beispiel. Bam. Grassblock. Und dann, puff, Fireworkstar. Das ist praktisch für Texture Packs, zum Beispiel. Wenn ihr nicht weiß, was das ist. Und dann, für die Rakete selber, braucht ihr den nach Gunpowder an eben den Fireworkstar. Gell? Lol. Okay, an die Firework Star, an ein Blatt Papaya. Ein Blatt Papaya. So etwas noch. Und dann einfach Blatt Papaya da hin machen. Ich frage mich, ob es auch so geht. Ich gebe so, ja. So, genau. Kann noch egal wie Menge setzen. Doch, kann noch egal wie setzen. Und dann einfach Firework Rocket rollen. Und dann einfach rechtsklick auf den Boden. Egal wie. Mal wart. Voilà. So. So. Das ist egal, eigentlich. Das ist schön. Guckt. Ui. So geht das nicht. Immens schön fand ich. Immens gut gemacht. Immens flott, auf alle Fall. Und ich kann noch nach. Ein bisschen los. So.
so kann der Pur machen. Ich probiere, ob das geht. Ich habe noch nie probiert, wahrscheinlich mehr zu machen, wie die überhaupt soll gehen. Bis Papaya. So. Papaya. Und dann. Voilà, so. Oh, nee. Ich meine, geht auch nicht so, wie ich geduscht habe. Ah! Oh! Das ist so ein Doppelten. Guck, das ist ein Doppelten. Das ist ein Doppelten. Und, oh, das ist extrem schön von euch. Guck dir das an. Guck dir das an. So, ein bisschen mit dunkel machen. Okay, das wird dann zum Erneuerungsvideo. Zum Erneuerungsvideo, das wäre dann. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Vakanz, schönen Fest, schönen Geburtstag, schönen Geburtstag, alles was ihr wollt. Und natürlich einen guten Rutsch und ein neues Jahr. Adi und ciao.